Kapitel 2 Laternen. Ich bin kein großer Redner. Für mich muss ein Barkeeper vor allem eines können: den Mund halten und zuhören. Und wenn es danach geht, war Gabe der schlechteste Barkeeper aller Zeiten. Ich habe nie zuvor einen Radfahrer anhalten müssen, der zu schnell fuhr, bis er daherkam. Er hat sich so viel Mühe gegeben mit meinem Bewerbungsessay. Obwohl er Bewerbung nicht mal buchstabieren konnte. Oder Essay. Er hat meine Band für ein Gig in der Lantern gebucht. Den ganzen Weg von Seattle bis genau an diese Stelle. Ich erinnere mich an 14 verschiedene Gelegenheiten, an denen Gabe mich zum Lachen gebracht hat. Die erste war vor 2 Jahren. Lange Rede, kurzer Sinn. Statt einem Strafzettel bekam er von mir ein Bier spendiert. Gabe stand etwa 1 Meter weit weg und grinste uns an wie ein Idiot. Da waren sicher noch mehr Leute. Aber ich erinnere mich nur an ihn. Und dann sagte er, ich weiß, deshalb ist das gar stumm. Bei der 5. Gelegenheit. Es lag ihm wirklich jeder am Herzen. Er war die Art Typ, mit dem man echt immer gern abhängt. Er war ein Weltklasse-Spaßvogel. Er war mein bester Freund. Ich will nur eines über Gabe sagen. Er hat diese Bar als Fremder betreten, aber er verließ sie als Freund. Das wär's dann also. Was Gabe zugestoßen ist, war ein überaus tragischer Unfall. Und ich wünschte mir... Es war kein Unfall. Junge, fang jetzt nicht damit an. Gabe hat in der Mine angerufen. Ich habe ihm ein Satellitentelefon gegeben, damit er auf jeden Fall durchkommt. Die haben es verbockt. Und jetzt... Jetzt ist Gabe tot. Das war meine Schicht. Falls irgendwer angerufen hätte, wäre ich rangegangen. Niemand rief an. Du lügst. Und das direkt vor Gabes Schwester, verdammt nochmal. Alex hat die ganze Sache mit angehört. Nee, ich glaube, der ist ja gegangen, ne? Der war ja gar nicht bei uns. Damit erstmal herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Two Colors. Ich habe jetzt das Wochenende über nicht mehr spielen können, weil es mir nicht so gut ging, gesundheitlich. Und habe jetzt ehrlich gesagt auch keinen Plan. Aber ich glaube, ich habe es nicht mitbekommen, wie er telefoniert hat. Naja, ich hab nicht gehört, wie Gabe angerufen hat. Aber er hat gesagt, dass er durchgekommen ist. Wenn Gabe das gesagt hat, dann glaube ich ihm das, Mac. Was sagst du dazu? Ich habe dazu nichts zu sagen. Es gab keinen Anruf. Denkt von mir aus, was ihr wollt. Okay, Leute. Dies ist eine Laufenermittlung und... Wie wär's,
wenn wir den Ablauf nochmal durchgehen. Hm? Junge. Als ich dich im Plattenladen sah, wolltest du Gabe unbedingt finden. Erinnerst du dich warum? Hm? Wieder ein Streit mit Riley? Den Scheiß muss ich mir nicht geben. Ich sag ja nur, es ist schon komisch, dass du mit blutigem Gesicht aus Gabes Wohnung taumelst. Ryan. Und ein paar Stunden später verpasst du ganz zufällig den Anruf, der sein Leben gerettet hätte. Ich hab dir doch gesagt, es gab keinen Anruf, Mann. Vielleicht wurde er unterbrochen. Verflucht nochmal, ist ja nicht so, als wäre Gabe immer zuverlässig gewesen. Du passt lieber auf, was du sagst, Mac. Ryan, das reicht. Ich will genau wie du verstehen, was das zu bedeuten hat, aber das ist nicht der Ort. Schwachsinn, Dad! Dieser Typ nennt Gabe einen Lügner und das auf seiner scheiß Trauerfeier. Nein, ich sag dir bloß... Mac, ich schwöre, wenn du noch einmal behauptest, dass es keinen Anruf gab... Hört auf! Hört sofort auf! Das ist weder der Zeitpunkt noch der Ort. Heute geht es um Gabe. Okay, Ryan? Charlotte, es tut mir leid. Es ist nicht... Ich will nur... Ich bin nicht schuld an seinem Tod. Ach, wirklich nicht. Was zum Teufel hast du gerade gesagt? Ryan, genug jetzt. Oh, komm schon. Ich meine ja nur, du warst doch schließlich der, Mac, der... Mac, halt den Mund, verdammt. Nein. Nein, na los. Du hast was zu sagen, Mac? Dann spuck's aus, verdammt nochmal. Komm schon, Jungs. Ich will nicht eingreifen. Also gut, wie du willst. Wo wir schon mit Anschuldigungen um uns werfen? Du hast doch das Seil durchgeschnitten, nicht wahr? Warum nicht dir? Ihr geht besser. Na los, raus! Alex? Hey. Scheiß auf diese Typen. Ja. Alles okay? Für den Moment. Aber irgendwie auch nicht, ne? Im Moment. Mal sehen, wie lange es anhält. Du musst dich nicht zusammenreißen. Danke. Willst du... Ich habe nicht aufgeräumt, aber... Willst du reinkommen? Klar. Du spielst Gitarre? Tja. Ja, schon. Die war ein Geschenk. Von Gabe. Cool. Gabe wollte mich mit seinen Wheelies vom Plattenladen immer zum Lachen bringen. Hat nie geklappt. Dann hat er sich gemault. Das war lustig. Nein, bitte frag mich nicht. Gabe wollte diese Lab-Sache für Ethan durchziehen. Aber am Ende war er viel aufgeregter als alle anderen. Ich hätte so gern gesehen.
Das hier ist vom letzten Jahr. Wir... Nicht dein Ernst. Das glaube ich nicht. Was? Er hat sie echt behalten. Dieser Arsch. Tut mir leid. Gib mir eine Minute. Na klar. Ah, kein Problem. Beruhig dich, Alex. Du kannst das. Du kannst das. Woran auch immer diese Flasche sie erinnert hat, macht sie fertig. Ob ich ihr auf die gleiche Art helfen kann wie Ethan? Ja. Ich muss ihre Traurigkeit fühlen, um herauszufinden, wie ich ihr helfen kann. Tu es. Übrigens, wenn sich meine Stimme ein wenig seltsam anhört, das liegt nur daran, dass ich gerade ziemlich erkältet bin. War das nicht die rechte Taste? Jetzt kann ich herausfinden, was wirklich mit Steph los ist. Okay. Wie heißen die nochmal? Don't shit on my yard! Die sind mega! Ihr Gitarrist hat nur einen Arm. Krass! Alter, lass gut sein. Ich hab mein Busticket schon gekauft. Okay, okay, warte. Alles oder nichts. Noch ein Spiel. Wenn ich gewinne, musst du bleiben. Wenn du gewinnst, bezahle ich dein Ticket. Du hast soeben $50 verloren. Ach, bin ich froh, dass sie mich nicht gefragt hat, ob ich kickern möchte. Weil da bin ich nämlich unheimlich schlecht drin. Okay, ganz so unheimlich schlecht nicht, aber so wirklich gut bin ich da drin auch nicht. Auf deinen neuen Job beim Radio. Oh, hab ich's dir nicht gesagt? Ich nehme den Job nicht an, ich ziehe nächste Woche nach Denver. Du machst was? Okay. Kommen wir auch an die Flasche ran irgendwie? Doch da hinten. Meine Damen und Herren, ich präsentiere den neuen ultimativen Kicker-Champion, Gabe Chen. Alter, du bist so ein Arsch. Jetzt muss ich für immer in dieser dämlichen Stadt bleiben. Wir wissen beide, du hättest mich besiegt, wenn du es wirklich gewollt hättest. Bullshit. Okay. Steph? Sorry. Das ist mir voll peinlich. Ich brauche nur etwas Zeit. Okay. Okay, da unten ist noch was. Scheiß blauer Meteorit, total overpowered. Oh, ist dein Controller wieder kaputt? Wir spielen, bis ich gewinne. Dann schlafe ich heute wohl hier. Ich denke, ich weiß jetzt genug, um ihr zu helfen. Weißt du das? Ich nicht. Ich kann nicht glauben, dass er fort ist. Ja, er ist der einzige Grund, warum... Sorry, Alex. Ich komme gleich klar. Okay. Nein. Hast du Bock auf ein Match? Hat Gabe dir von unseren Spielen erzählt? Ja. Er meinte, er hätte dich krass zerstört. Arschloch. Ich glaube, jetzt ist kein guter Moment.
Bin ich auch für. Na gut. Also dann bis fünf? Ja, von mir aus. Nein! Wie oft haben du und Gabe gespielt? Das war eins unserer Lieblingsspiele. Dann das ist F, wo ist F? Ach, da. Moment. Mhm. Aber ich kann nicht hoch und runter, oder? Scheiße. Du warst in der Band, oder? Ja. Was spielst du? Drums. Nein! Wie lange hast du mit ihnen gespielt? Zu lange. Verstehe. Ich kann die aber nicht bewegen, das ist das Problem. Okay, also es wurde auf jeden Fall sehr vereinfacht, das ist schon mal gut. Ich kann es nur nicht hoch und runter bewegen, das ist irgendwie automatisch. Was aber sehr gut ist, weil ich keine wirklichen Chancen habe beim Spielen. Wow, was eine Überraschung. Ich meine, du hast dein Bestes gegeben. Ich meine, das war offensichtlich nicht mein Bestes. Nein, ist okay. Ist ja auch nicht so leicht. Erfordert Skill, Timing und unbedingten Siegeswillen. Oh, ist das so, ja? Die Menge liebt mich. Okay, okay. Ohne Scheiß. Dieses dumme Spiel mit dir zu spielen, ist genau das, was ich jetzt brauche. Dann los. Nein, nicht nochmal. Ich war froh, dass ich durch bin. Diesmal werde ich mir auch Mühe geben. Also gib alles. Ich konzentriere mich. Gut, wir wollen ja nicht, dass du abgelenkt wirst oder so. Ja, bestimmt. Die beste Nordwestband aller Zeiten. Los! Die falsche Taste. Ist das dein Versuch, mich abzulenken? Natürlich nicht. Sleeta Kinney, falls du es wissen wolltest. Hallo. Nein! Oh. Aha, ich kann gar nichts mehr sagen hier. Ich bin sowas von hochkonzentriert. Scheiße. Das ist ein Sieg. Diesmal habe ich mich sogar wirklich angestrengt. Okay, nicht so schnell. Alles oder nichts. Nein. Noch ein Spiel. Wer gewinnt, ist der ultimative Kicker-Champion. Ich weiß nicht. Ach komm schon. Du weißt genau, dass Gabe auch voll dabei wäre. Na dann abgemacht. Oh Gott, ich will hier raus. Okay, jetzt geht's um alles. Dann streng dich an. Bei diesem Spiel darf man sich auf keinen Fall ablenken lassen. Absolut. Nein, nein! Die hat mich abgelenkt, das gilt nicht. Hey, sag mal, stehst du auf Frauen? Scheiße. Ach so, ich muss antworten. Scheiße. Nein, ich kann mich nicht ablenken lassen. Ich gehe mit jeder Person aus, solange sie mein Typ ist. Was ist denn dein Typ? Ich sag's dir, wenn ich die Person treffe. Nein, ich lass mich jetzt nicht von solchen Fragen ablenken. Ich bin auch so schon schlecht. Verlierer sagen was? Nein! Was? Nö. Wie überzeugt warst du, dass das funktioniert? Von 1 bis 10? So circa 3? Das ist ja mehr als 0. Ich kann das doch gar nicht gewinnen, oder? Das ist doch irgendwie eingespeichert, dass ich das verlieren soll, oder nicht? Oh, Leute. Echt jetzt? Oh, Mann. Ich drücke hier dauernd die falschen Tasten. Ah!
Nein! Genauso dämlich spiele ich auch in Real... In Real. Ich kann noch nicht mal mehr reden. In der Realität. Oh, fuck yes, na endlich! Brrr, die Festung Chen wurde zerstört! Gutes Spiel. Danke. Du bist ein besserer Verlierer als Gabe. Das macht keinen Spaß. Tut mir leid, dir den Sieg zu verderben. Irgendwie verrückt, dass du genau wusstest, was mich aufmuntern würde. Naja, dazu gehören immer zwei. Und ich hab's noch mehr gebraucht. Und was machst du jetzt? Was meinst du? Na, die Scheiße mit Mac. Der lügt so krass. Tja, ich muss auf jeden Fall mehr erfahren. Ich habe ja nicht mitbekommen, soweit ich mich erinnern kann, dass der da wirklich angerufen hat. Aber ich gehe davon aus, dass er angerufen hat. Ich weiß nicht, was mit Mac los ist. Was er sagt, macht keinen Sinn. Ja. Ich weiß, ich muss herausfinden, was genau an diesem Abend passiert ist. Für mich selbst und für Gabe. Du kannst auf mich zählen. Egal, was kommt. Danke. Das bedeutet mir viel. Ich muss zurück zur Arbeit. Okay. Bis dann. Ciao. Ich bin sicher, dass Gabe angerufen hat. Aber hat Mac die Explosion nur ausgelöst, weil er sich an ihm rächen wollte? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich hoffe, dass wir dieser Frage auch auf den Grund gehen können. Allerdings erst in der nächsten Folge, weil ich denke, das wird wohl etwas länger dauern, bis wir da, ja, eine halbwegs eindeutige Antwort erhalten werden. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.